Comics aus Deutschland gelten nicht gerade als Exportschlager. Umso erstaunlicher, dass hinter dem Fantasy-Epos The Wormwood Saga, das weltweit in 25 Sprachen übersetzt wurde, der Autor und Zeichner Daniel Lieske aus dem Münsterland steckt. Mehr als 2 Millionen Menschen haben seine Graphic Novel bereits gelesen. Online. Die Wormwood Saga ist eigentlich als Hobbyprojekt entstanden. Das habe ich neben der Arbeit gemacht, um so ein bisschen meine kreativen Wunschträume auszuleben. Und das Ganze ist dann etwas außer Kontrolle geraten und ich mache es jetzt seit knapp 2 Jahren Vollzeit eigentlich. Auf der Wormhole-Website gibt es weder Bezahlschranken noch Werbung. Vollkommen ungestört kann sich der Leser durch alle Kapitel der komplexen Geschichte scrollen. Geld verdient Daniel Lieske über einen Webshop mit Fanartikeln, mit kostenpflichtigen Apps für Smartphones und Tablets und mit einer Buchversion. Lieskes Erfolgsgeheimnis? Er hört seinen Fans zu und er nimmt ihre Meinung ernst. Also das Feedback und auch die tatkräftige Mithilfe, die ich von den Fans im Internet erhalte, das ist eigentlich einer der Aspekte, die mich am meisten überwältigt haben. Fing damit an, dass ich beträchtliche Beträge an Spenden erhalten hatte, ganz am Anfang. Und sehr schnell haben sich auch Fans gemeldet, die mithelfen wollten, die Wormwood-Saga in andere Sprachen zu übersetzen. Seine Offenheit für Anregungen aus der Community hat sich für Daniel ausgezahlt. Aus dem angestellten Computergrafiker wurde einer der erfolgreichsten Webcomic-Autoren Europas. Für den Kulturwissenschaftler Thomas Becker ist genau diese direkte Kommunikation, wie sie Daniel praktiziert, der große Vorteil des Mediums Webcomic. Weil jetzt die Zugänglichkeit zum Comic und die Kommunikabilität viel höher ist und infolgedessen auch Independent-Akteure zusammen auftreten können, etwas mit sich machen können, was in den 60ern noch viel schwieriger war, nämlich ihr eigenes Wissen zu vermitteln. Das ist extrem wichtig für Independent-Comics und damit auch die Qualität des Comics zu erhöhen. Da kann Internet, kann jedenfalls, wenn es sich vom Massenmarkt distanziert, völlig neue Qualitäten noch vorbringen, definitiv. Am Massenmarkt hat Uli Lust mit ihrem Online-Verlag Electro Comics so gar kein Interesse. Neben eigenen Werken finden Comic-Fans hier zum Beispiel internationale Kleinserien aus Skandinavien oder Frankreich, oft zum ersten Mal in englischer Sprache. Geld verdienen kann man so natürlich nicht. Aber darum geht es Uli auch gar nicht. Comiczeichnen ist ein sehr einsamer Job. Man sitzt da ständig allein an seinem Zeichentisch. Und da ist dieses Projekt für mich ein Netzwerkprojekt mit den anderen Künstlern. Und ich habe immer einen Grund, mir anzuschauen, was die anderen Kollegen machen und mit ihnen zu reden über ihre Inhalte und ihre Arbeiten oder auch was die jungen Zeichner machen und dann neue Talente zu entdecken. Für die preisgekrönte Autorin ist Electro Comics also nicht zuletzt ein Projekt, für das sie sich ständig mit den kreativen Ideen neuer Autoren auseinandersetzen kann. Mithilfe des Internets ist es dann für sie ein leichtes, die Bildergeschichten international zu verbreiten. Und genauso einfach sind die Comics für ihr Publikum am Computer zu lesen. Meine Güte, der Bildschirm ist ja nun mal ein Bildmedium und der Comic ist auch ein Bildmedium und ich mag, wie die Farben leuchten im Bildschirm. Das Klicken ist einfach, es eignet sich einfach gut. Ullis eigene Geschichten sind weniger bunt und in ihrer Darstellung oft sehr drastisch. Unter dem Titel Kinder im Krieg hat sie zum Beispiel Erinnerungen Berliner Schüler aus dem Jahr 1945 illustriert oder das Grauen afrikanischer Bürgerkriege nach Mitteleuropa verlegt. Gerade bei solchen eher sperrigen Werken zeigt sich für Ulli ein weiterer Vorteil des Webcomics. Und das andere ist eine Geschichte über Kindersoldaten in Uganda. Und das wurde nur in so einer kleinen englischen Anthologie gedruckt. Und da ist es ein bisschen schade, wenn diese Geschichte, diese Comics verschwinden. Und da ist Electro Comics ein gutes Medium, um das verfügbar zu halten. Im Gegensatz zum Comicladen um die Ecke mit seinem begrenzten Platzangebot muss das Internet eben nicht zwischen Bestsellern und Nischengeschichten unterscheiden. Egal, ob man lieber Fantasy-Bildergeschichten oder anspruchsvolle Autoren-Graphic-Novels liest, für Comic-Fans sind Webcomics der Zugang zu einem beinahe unendlich großen Comicladen.